Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Python-Programmierung, Docstrings und PyDoc. Die Datei hallo.py wurde im Voraus im Home-Verzeichnis gespeichert und ausführbar gemacht. Für Benutzer und Programmierer ist die Dokumentation eines Programms sehr wichtig. Wie oft benutzt man man, info oder help, gerade bei neuen Programmen? Die Beschreibung der Funktionsweise hilft beim Verstehen, wie ein Prozess abläuft oder eine Funktion angewendet wird, was im Endeffekt das Programm bewirkt. Durch sogenannte Docstrings, Dokumentationszeichenketten, können die Hilfetexte direkt im Quellcode verankert werden. Die Docstrings stehen für die Hilfestellung direkt unter den Funktionen, Modulen und Klassen. Die Funktion help zum Beispiel kann diese Docstrings bei einer Anfrage wiedergeben. Ein Beispiel. Ich starte eine neue Python-Shell, gebe ein Python, importiere die Datei hallo.py mit import hallo, hallo aus dem aktuellen Verzeichnis und gebe ein help. Klammer auf und dann die Funktion hallo.hi, Klammer zu. Und so bekomme ich dann die Dokumentationszeichenkette von der Funktion hi. Mit Q beende ich die Hilfestellung. Durch die Eigenschaft Unterstrich, Unterstrich, Doc, Unterstrich, Unterstrich können die Docstrings ebenso gelesen werden. Mit print kann man die Eigenschaft ausgeben. So zum Beispiel print, Klammer auf, hi, Punkt, Unterstrich, Unterstrich, doc, Unterstrich, Unterstrich, Klammer zu, für die Funktion hi. Das Programm führe ich aus mit python, hallo.py. So wird die Dokumentationszeichenkette von der Funktion hi wiedergegeben. Und auch die Dokumentationszeichenkette von der Funktion Hallo. Des Weiteren können mit dem externen Tool PyDoc die Docstrings ausgewertet werden. Die Dokumentation wird mittels PyDoc erzeugt. PyDoc-Modulname oder PyDoc-Py-Datei, so zum Beispiel PyDoc Hallo.py mit minus p. Portnummer kann sogar ein Webserver gestartet werden, zum Beispiel PyDoc-P, Port 3000, hallo.py. Den Webserver kann ich dann im Webbrowser mit localhost Doppelpunkt 3000 aufrufen. Oder mit minus G kann ich ein kleines grafisches Interface aufrufen. Und hier mit Open Browser den Browser öffnen. Und hier ist dann meine Datei hallo.py und die Dokumentation dazu. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!